Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Renegade Platin. Ja, heute habt ihr hoffentlich euch warm eingepackt, denn es wird wieder frostig kalt hier. Auf dem Weg nach Blitzach. Und eigentlich war ja hier die VM Kraxler irgendwo, aber irgendwie haben wir die bisher noch nicht gefunden. Seltsam, seltsam. Vielleicht finden wir sie noch irgendwo, wer weiß. Ich sehe es hier jetzt auf Anhieb nicht. Okay, vielleicht soll das so sein und wir bekommen sie noch irgendwo anders. Maybe. Ansonsten, ja, haben wir wahrscheinlich ein kleines Problem. Aber gut. So, und da ist ein Kämpfer. Das ist doch mal ein Gegner, wo wir eventuell mit Krippo kämpfen können. Es wäre ja mal nicht verkehrt. Krippo haben wir ja in letzter Zeit eigentlich ziemlich selten verwendet. Na gut, Macho Mai, ob das jetzt so geil für... Okay, jetzt kann ich schon gar nichts. Gegen... Krippuk machen, aber Lucario... Ja, wahrscheinlich schon eher. Dafür können wir nicht so viel Schaden machen. Das ist natürlich nicht so toll. Deshalb wechsle ich einfach mal in Knackrack. Dann Sternhieb. Okay. Interessant. Wir können aber Erdbeben. Ich finde den Blick irgendwie von Knackrack im Backsprite so. Dass Oskar aufgestanden ist. Lass mich schlafen. Oder so ähnlich, oder? Sieht auf jeden Fall. Ja. Ja, und jetzt wechselt er schon wieder. Oh, Toxicroak. Na, endlich mal ein One-Shot von Krippuk. So wollen wir es doch sehen. Ja, und da anscheinend Macho Mai absolut nichts gegen Krippuk machen kann. Ansonsten hätte er nicht ausgewechselt. Können wir einfach mal drin bleiben und das Teil wegklatschen. Wird auch mal Zeit. Krippuk wurde so selten eingesetzt in letzter Zeit. Oder allgemein. Weil es mir einfach zu wenig Schaden macht. Es hat zwar ganz guten Bulk, was die Verteidigung angeht und all, aber ja, damage-mäßig ist jetzt nicht so der Burner, ne? Okay, wir haben noch eine Ast-Trainerin. Da heile ich lieber nochmal Knackrack vorher. Man weiß ja nie. Und lead einfach mal mit Empoleon. Und schau mal, was sie hat. Entangulist. Ja gut. Das ist jetzt nicht so gut für mein Empoleon. Deshalb Geld mal wieder rausgewechselt. Okay, Fake Out kommt jetzt eh. Also mehr oder weniger eigentlich keine verlorene Runde. Das ist schon mal gut. Und wir klatschen das Teil einfach mal weg. Altaria. Du hast eine Eisattacke. Okay, dann können wir ja eigentlich mal wechseln. Wird aber mal Zeit. Ja gut, ich glaube, wir kriegen Eisstrahl zwar hier auf der Eisroute, aber erst, wenn wir Kraxler haben. Wow, das war ganz schön wenig Schaden. Und es wird, man merkt es ja hier schon, es wird Zeit, dass wir Eisstrahl bekommen. Einfach, dass wir mal mehr Damage drücken können. Meine Güte. Was Eisattacken angeht, haben wir bisher nämlich noch nicht wirklich was Gutes. Lassie, das war
War das schon Heiltäter? I don't know. Nee, doch Heiltäter, okay. It's a crit und One-Shot. Am Ernst, die geben irgendwie gar nicht so viele Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Bin ja irgendwo enttäuscht. Ich wäre davon ausgegangen, dass das deutlich mehr gibt. Okay, da ist nichts. Ich will jetzt aber nur mal zur Sicherheit Empoleon heilen. Weil dadurch, dass Kraxler da jetzt nicht lag, könnte ich mir vorstellen, dass wir das noch anderweitig bekommen. Hey Sky, what? You finally come along now? Slow, way too slow. Listen Sky, see how the rocks are all lumpy here? You can't climb those rocks until you get the Snow Point Gym Badge. Anyway, I'm off. Team Galactic, I'm coming for you. Oder die haben das sogar entfernt. Oder ist die Arena-Attacke. Das könnte natürlich auch sein. Weil bisher haben wir sogar schon Kaskade bekommen, ne? Also Kaskade haben wir, glaube ich, von Marinus bekommen, ne? Da könnte es durchaus sein, dass wir das als Arena-Attacke bekommen. What? Warum war hier gerade ein Erdbeben? Okay, das war auf jeden Fall ein neues Event. Mal wieder. Ah, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was das sein soll. Der Baba der Golems, nämlich. Blitzach ist ja der Ort, wo der Tempel ist, wo man Regigigas fangen kann. Und da wir es schon da gesehen haben, der Arena-Leiter wird wohl nicht da sein. Wird sie im Tempel sein? Das bedeutet, wir sollen in den Tempel gehen. Einerseits, um die zu finden und andererseits eventuell, um Regigigas zu fangen, zu bekämpfen, aufzuhalten, whatever. Wobei man da ja eigentlich die drei Golems brauchte, ne? Ich meine schon. Und was sagst du? Welcome to Snowpoint, champ to be. It's chilly, but it's a sight to see. You've probably noticed the tremors happening around the city, right? Snowpoint's gym leader is currently dealing with the source of them. The gym leaders in Sinnoh sure are a busy bunch, huh? Candace went to the Snowpoint temple located at the north end of the city. You're welcome to go look for her if you're desperate to get your badge. But don't get too relaxed. Access to the temple is restricted. You won't be allowed to enter unless you prove your strength. Bedeutet, wir müssen erst irgendeinen Kampf bestehen oder was? I guess. Okay. Oh. Hier kann man die Entwicklungs-Items kaufen. Also die Entwicklungs-Items, mit denen man ein Pokémon per Tausch zum Beispiel entwickeln kann oder halt zu einer bestimmten Tageszeit, wie Stebunner mit der Schafklaue oder so. Copyright, oh, ganz böses Thema. Gerade aktuell.
Ah. Eine super Angel. Hier kriegt man, glaube ich, auch erst regulär in den... War das in der Kampfareal? Oder so? Weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall in dem Bereich. Ja, das Event hat auf jeden Fall was mit Regigigas zu tun. Ich glaube, davon kann man durchaus ausgehen. Oder? Nee, komm. Ihr beiden kommt, macht das schon. Könnte ein Doppelkampf werden, nämlich. Only the strong may enter the Snowpoint Temple. You wish to prove your strength to use in a battle? Okay. Very well, let the battle begin. Doppelkampf oder? Ja, Doppelkampf, okay. Oh, das ist schon mal ein guter Start. Aethera und Scaraborn. Da haben wir gegen beide was Effektives draußen. Das ist doch schon mal wunderbar. Beide ein Level Up. Auch okay. Und beide One-Shot. Wunderbar. Habt ihr noch so? Okay. Das ist jetzt so semi-geil. Und in der Volta kann ich drin bleiben. Weil hier... Ja, ich will jetzt aber auch nicht in Knackwack gehen. Aber ich kann auch nicht in Empoleon gehen. Na, natürlich mal der Protect. Aber das, Feraligatr, das Pokémon mit dem, dessen englischer Name irgendwie so abgehakt ist, ne? Sieht irgendwie seltsam aus. Aber okay. Hatten wohl nicht mehr genug Buchstaben, aber da hätte man sich doch vielleicht auch einen kürzeren Namen einfallen lassen können. Ich weiß es nicht. Aha, Meganier ist draufgegangen durch den Hagel. Ist das das? Nee, ist nicht. Aber dann werde ich... Achso, nee, Moment. Na komm, eigentlich ist das jetzt auch Blödsinn. Ich hasse es, wenn NPC-Gegner mit Schutzschild ankommen. Vor allem im Hagel ist das jetzt auch nicht so schlau. Wenn man nicht gerade ein Eis-Pokémon oder so ist. Ein Tyranitar. Ja gut, damit hilfst du eigentlich nur mal einen Knackrack, ne? Wechsel mal einen Staraptor, dann können wir nämlich Erdbeben einsetzen. Weil ich hätte auch eigentlich einfach mit Drachenklaue angreifen können, weil mein... Ja gut. Lambirex hat ja auch das Sphäre. Das wäre halt doch ein bisschen effektiver nochmal. Würde ich mal so behaupten, ne? Aber okay. Hat ja auch so geklappt. Von daher kann man da mal drüber hinwegsehen. You are indeed strong, then you may enter. We would be grateful if you could assist with handling the chaos in the basement of the temple. Ja, normalerweise käme man hier in den Tempel halt erst in der Afterstory. Also nachdem man die Liga bestanden hat. Also wirklich kann man da auch eigentlich erst was machen, wenn man die drei Golems hat. Also Regi Eis, Regi Rock und Regi Steel. Wo ich mir irgendwie bei Regi Eis nie sicher bin, wie spricht man das jetzt wirklich aus?
glaube, im Anime hieß es Red Eyes. Aber der Anime ist halt auch nicht immer genau. Okay, mit dem Speed hier könnte das allerdings auch ein bisschen anstrengend werden. Oh, hier gibt es wilde Stalos. Interessant. Wenn man hier halt präzise sein muss mit dem Rutschen. Ja gut, bisher sind die Rätsel ja jetzt noch nicht wirklich, ja gut, und hier fängt es jetzt schon an. Muss da eigentlich nur... Nee, muss ich nicht. Ich muss dahin. Okay, ging ja noch. Hier unten, da unten ist noch ein Item, ja. Was ist da der Stärkefelsen? Braucht man doch gar nicht. Oder die haben das hier im... Bäh. Oh, und da unten ist Regigigas. Und Hilda und Frieda. Erstmal muss ich da hinkommen. Wie macht man das jetzt? Oder fängt man hier besser an? Eisrätsel. Ja. Habe ich halt leider nicht mehr wirklich in Erinnerung, wie man die hier macht. Okay, so. Oh, Sky, I guess you made it to Snowpoint. You can probably see Candace and I are in a bit of a situation. Hiya, I haven't seen you before. Are you here to help Candace? This big Pokemon here is awakening from a long slumber. But that isn't good for anyone. We need to put it back to sleep. We just need a little more power, so come and help us out. That should put it back to sleep for a while. Whew. Thanks for the help. You're a real superstar. Ja, wie habt ihr das jetzt gemacht? Legendäres Pokémon aber mal wieder so rücken schlafgelullt oder was? Erstmal ein Schlaflied. This is the legendary Regigigas, who sleeps within our temple. But it was like it was waking up. There were tremors all over town. Ja gut, hat man ja in Mystery Dungeon gesehen. Nee, nicht Mystery Dungeon, in Ranger gesehen. Ranger 2 und 3 gab's das. Hat mit jedem einzelnen Schritt eine Schockwelle ausgelöst und so. Bumm, bumm. Ja, wie gesagt, jedes Mal eine Schockwelle. Die dann, Fang kommt dann halt auf Schaden. Zufügt, wenn du da reingehst. Anyway, it didn't awaken fully, so there's no harm done. Hat das eigentlich 6 Augen? Sieht so aus, ne? Let me give you this as gift for helping us out. Ah, okay. Da ist ja Kraxler auch. Rock Climb allows you to scale sheer cliff faces using your Pokémon. However, you need the Icicle Badge to be able to use it. And that's where I come in. As the Snowpoint City Gym Leader, I'll be waiting inside the city's gym. See you soon. Sky, I'd like to thank you as well.
We keep training hard so that we can battle with you, Sky. Bodies of Rock, Ice and Steel. Ja. Genau, wir brauchen um Regigigas. Kann ich eigentlich auch. Nein. Kann ich auch einfach ein Fluchtseil benutzen, um hier rauszukommen? Okay, gut. Ja, man braucht halt die drei Golems, damit man hier gegen Regigigas kämpfen kann. Ob man die hier auch fangen kann? Ich denke schon. Aber gut. Ja, da habe ich mich doch irgendwo vertan. Ich wollte eigentlich nochmal in der Sumpfroute was nachgucken, aber anscheinend haben wir das doch schon mal geholt. Oder ich habe mich einfach vertan und das gibt es da gar nicht. Ich weiß es nicht, aber na gut. Ja, das war's dann aber jetzt erst einmal mit Pokémon Renegade Platin für heute. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst gerne wenn ihr Feedback da, positiv oder negativ bleibt euch verlassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hier in der Blitzach Arena kämpfen werden und uns hoffentlich unseren siebten Orden holen. Bis dahin. Ciao, Leute.